Virginias Apartment. An unsere geschätzten Kunden. Mit großer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unser Geschäft zum Ende dieser Woche schließen werden. Leider können wir nicht länger mit den großen Supermarktketten konkurrieren, die unsere kleine Stadt erobert haben. Wir möchten Ihnen für Ihre langjährige Treue danken und laden Sie hiermit herzlich zu unserem Ausverkauf diesen Donnerstag ein. Bewahre dir deine Eleganz, Milton Haven. Edens Grove Lebensmittelladen. Oh. Es ist schade, wenn immer so kleine Tante-Emma-Läden schließen müssen. Da liegt noch mehr. Können wir uns aber nicht angucken. Okay. Mein Liebling, nun muss ich auf Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich wundert, dass der Anrufbeantworter, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist er kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und dich unterstützen werde, aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzubetteln. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst. Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch. Vielleicht kannst du das hier zu deinem Vorteil nutzen. Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe. Bitte geh ans Telefon. Mom, Dad und Freddy. Hallo, Gera. Ich bin Pi. Hi, wie geht's, Grazi? Alles gut. Mach das. Völlig in Ordnung. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Entschuldigung. No signal. Wir suchen Pillen. Und Batterien. Und unseren Lebenswillen, aber den finden wir irgendwann schon noch. Und wir können uns heilen. Und den Klärwasserkocher, den habe ich auch. Kann ich jetzt gerade nicht mehr zeigen, der ist nämlich schon nicht mehr existent hier in dem Zimmer. Das leuchtet aber komisch. Was bist du denn für einer? Frage, Grazi, ist der Ton laut genug von dem Spiel? Oder sollte ich das etwas lauter machen? Oh, da ist ein Spiegel kaputt. Ich weiß, wie schwierig das ist, Grazi. Ich kenne das ja selbst. Das ist ein Spiegel, das ist ein Spiegel. Ein Spiegel am Ende des Ganges ist schon sehr gruselig. Guck nur immer mal wieder, ob der Kater noch da ist. Natürlich ist er noch da. Die Tür ist ja zu, er kann nirgendwo hin, aber... Bleib nicht im Bett. Don't stay in bed. Was passiert sonst? Kleiderschrank. Stücke von dem Spiegel. Ein Tape. Virginia. Tuch von Virginia Rule. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie krächzt vor sich hin wie hübsche Frauen und führt mich fort ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot, also nimm die meine. Ich frag mich, wie sie nachts kann träumen. Meine Albträume sei ein zeitloser Fluch, ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Okay. In Englisch hört sich das bestimmt besser an. She cloaks the knife with pretty lines and presents it as a gift. She croaks the phrase, "We pretty woman sending me away adrift." Naja. Her dreams are dead, so please take mine. I wonder how she sleeps at night. My dreams are nightmares stuck in time, a line damaged by a knife. Das stand nicht Line, aber egal. Ich hab mich verlesen. Was ist das? Hoffnung ist alles, Krankenhaus. Rechnungen sind wöchentlich im Voraus zu zahlen. Erhalt von Gemma Rule. Unsere Mutter? Von Virginia meine ich. $108.75 für Naht. Virginia Rule. Ein Tag $28 pro Tag. Operationsraum, Medikamente, Hilfsmittel gesamt.
Erhalt bestätigt von Dr. Pinsky. Dr. Pinsky kann uns mal, würde ich mal behaupten. Süß. Hotel. Schade. Okay, ich stehe auf dem Bett. Und nun, was passiert? Entschuldigung. Der war schlecht. This stuff is unnaturally strong. Ja, zurück können wir, weil ich habe ein Tape, was wir uns anhören können. Von Virginia. Wir sind auf dem ersten Stock, richtig? Ja, wir müssen in den zweiten Stock. Boah, können wir mal nicht auf Scherben treten? Oh, schon wieder. Hallo? Die Sicherheit, dass ich nicht dran schuld bin? Das weiß ich noch nicht. Was ich weiß, ist, dass ich anscheinend Psychologe, Psychiater, wie auch immer war, der über die Zeit ganz viele Patienten verloren hat und anscheinend selbst nicht mehr ganz sauber im Kopf ist. Und wir reisen anscheinend durch diese Tapes, die wir finden, in die Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, wie auch immer. Von diesen Leuten, weil Virginias Tape jetzt gerade. Oder uns, weil das erste Tape war von uns. Dement. Oder wir sind nicht dement, das weiß ich noch nicht. Lernen da was über uns selbst kennen. Und jetzt müssen wir in den zweiten Stock, wo ein Monster ist und auf uns wartet. Damit wir uns dieses Tape angucken können, hören können. Wo auch unsere Katze auf uns wartet. Zeige ich gleich. Also ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ich spiele es zum ersten Mal und wie gesagt, das Einzige, womit ich mich gespoilert habe, bin ich auf dem zweiten Stock. Ist... Oh, Leute. I have a feeling, a hunch if you will, that your patient's death will result in a similar fate. Don't misunderstand. I want you to die. But maybe das wissen wir. Try not to shoot yourself with that pistol you found. Well, that would be quite funny. Natürlich würde dir das gefallen. Es würde Bumm machen, wenn ich mit der Pistole drauf schieße. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Bitte was, Grazi? Ach, Leute, was ist heute los? Nochmal Kugeln, sehr schön. Nehme mehr Abstand. Klar, wir laden erst nach. Haha, haha. Ha. Oh Scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Ding ist gar nicht mehr da. Wie hieß sie? Tonja. Unsere eigenen Dämonen. Wir sind von unseren eigenen Dämonen gerade weggelaufen wahrscheinlich. So, los geht's. Schon wieder. Nur diesmal am Anleger. Tonband Virginia. Okay, damit hat sich geklärt, wir können ersaufen.
Ich habe die Spalte nicht gesehen. Parken. Ja, hier können wir wahrscheinlich parken. Damit muss man dann leben. Wie süß. Das schaffe ich nicht. Was it a dream? Ja, wir sind in einem Traum. Einem Albtraum. Was ist das eigentlich dann? Ein Einkaufscenter? Nicht in den... Nicht! Gut. Da ist schon ein Auto reingefallen. Oh, wir dürfen nur 35 fahren hier. Naja, ist zu schaffen. Kann ich über das Auto steigen wohl? Jo. Da auch? Ich kontrolliere die Autos. Das tut mir leid. Wahrscheinlich nützt es mir gar nichts, aber... testen tut, kann man es trotzdem. Nein! Im letzten Moment. Ah, ich bin auf der anderen Seite. Sehr schön. Vielen Dank. I can't get my food at Palmamart. I won't. Well, what other options do we have? Perhaps outside of Milton Haven. No, that's even further outside where I feel safe. Ah, ich kotze im Strahl. Also sie hatte ein schlechtes Verhältnis damit, dass der kleine Tante Emma Laden schloss. Was ja auch verständlich ist, es ist ja auch traurig. Das ist eine Kassette. Das ist eine Kassette, das sehe ich jetzt erst. Jetzt muss ich auf die Dings. Ich wollte Bunker sagen, aber es sind keine Bunker. Hier springe ich schon mit, ich mache den hier. Ich hasse sowas. Da ist die nächste Tür, also sind wir bald da. Naja, es gibt Dinge, die kann man anderen, kann man Leuten einfach nicht sagen. Ach, jetzt geht's auch ums Eck. Sehr nice. Das wäre fast nicht geschafft. Könnten wir die auch alle hier hinfahren? Wahrscheinlich nicht. Können wir den da hinfahren? Den auch?
Naja, fast. Heute Funstermod-Modus. Ich versuche gerade die Einkaufswegen hier reinzuschieben. Nein, 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 ich habe dir ein bisschen viel Schwung gegeben. Okay, wenn du so landen willst, auch nicht schlimm. Keine Ahnung, bisher musstest du ihn nicht verwenden. Ups, jetzt bin ich schon im Einkaufswagen. Oh, kann ich darauf auch fahren? Nein, schade. Okay, dann geht's weiter. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht vor dem Vieh fliehen. Ich befürchte aber doch. Also meine Frage war, ist der Ton laut genug? Bin ich laut genug? Von dem Spiel. Ich bin sowieso laut genug, wahrscheinlich. Wiedergabe. Wo bin ich? Oma Mart. Oh. Die Physik in dem Spiel ist auch mal legendär. Ist das sarkastisch gemeint oder ernst? Ich hab nichts mitgehen lassen. Ich hab nichts mitgehen lassen. Ja, das ist das Herrenklo. Das sehen wir richtig. Da komme ich nicht her, aber da ist was für uns. Kein Monster. Spiel könnte ein Ticken lauter sein. Können wir ändern. Kann ich denn hier? Ich glaube, hier kann ich es nicht mehr lauter stellen. Richtig? Ne, das ist schon alles. Aber hier. Erinnere mich daran, es später wieder leiser zu machen. Beziehungsweise vielleicht ist es sogar gar nicht schlimm. Wir testen mal. Ist besser? Warte, es ist ja noch nichts passiert. Welcome. Da können wir lesen. Aufgrund einer vorherigen, eines vorherigen Vorfalls der Homermart aufgrund eines vorherigen Vorfalls ist der Homermart vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und werden bald wieder öffnen. Homermart. Was glaubst du, Zwecksphysik? Also, es geht besser als so manches andere Spiel, würde ich mal behaupten, oder? Oh, guck mal, wir können die wieder mitnehmen. Brauch aber eine Münze. Ich muss die alle rausschieben, richtig? Da ist nämlich irgendetwas für uns. Ich sehe nur nicht was. Kein Monster. Also manchmal ist die Musik hier ziemlich laut, aber übertönt sie auch, Ich habe doch nichts geklaut. Meine ich das nur, oder wissen diese Türen, wenn ich nicht hinsehe? Rufen Sie sofort die Mechaniker für die Türen. Ich ertrinke in Papierkram, wegen dieser Untersuchung. Anderson. Wir gehen da gleich rückwärts raus. Jetzt reagiert sie nicht mehr. Aber ist die Musik wirklich so laut, dass sie den Typen übertönt? Weil es ist alles gleichmäßig laut. Deswegen frage ich. Ich möchte die Aufnahme nicht ruinieren. Haha! Toll, jetzt sind wir im Spotlight. Oh, lass den Scheiß. Kantine, Sale. Ein Kantinen-Sale ist doch auch nett. Was man da alles kriegen kann. Bestimmt gute Sachen. Du hast doch gerade geleuchtet. Homermart, wir haben die niedrigsten Preise garantiert. Chorizo 42 Zoll TV von Shinitsu.
Ein Jahr garantiert auf alle Elektronikeinkäufe für $100. Bonobo 27 Zoll TV mit eingebautem Videorekorder. Spare Sie bis zu 30% auf ausgewählte Artikel. Als Schnurlostelefone, alle Schnurlostelefone 20% reduziert. Bonobo.